Bei Übergriffen auf Juden durch Menschen mit muslimischem Hintergrund ist die Empörung häufig groß. Und die Frage steht im Raum, gibt es einen spezifischen muslimischen Antisemitismus? Und wie ist überhaupt grundsätzlich das Verhältnis des Islam zum Judentum? Dieser Frage gehe ich nach. Berlin, Anfang 2018. Ein muslimischer Zuwanderer schlägt mit einem Gürtel auf einen Mann ein, der eine Kippa trägt. Schon damals entbrannte eine Diskussion. Einzelfall oder Symptom für eine neue Form von Antisemitismus in Deutschland? Guten Tag. Ich bin mit dem Hamburger Landesrabbiner Shlomo Bystritzki verabredet. Er kommt ursprünglich aus Israel und lebt seit 2002 in Deutschland, der Heimat seines Großvaters. Hier hat er selber schon Erfahrungen mit Antisemitismus gemacht. Sie selber haben ja auch antisemitische Übergriffe erfahren. Einer hat ziemlich für Aufsehen erregt, als Sie in Hamburg bespuckt wurden von jemandem mit einem Migrationshintergrund. Ist das etwas, von dem Sie sagen würden, das ist tatsächlich ein Phänomen, was es gibt, dieser sogenannte neue Antisemitismus, der durch Zuwanderung entsteht? Oder würden Sie sagen, das gibt es so vielleicht doch nicht? Also ich erstmal dieser Vorfall, den Sie schildern, ich persönlich von meiner Seite wollte jetzt gar nicht groß darüber reden. Was bringt das, dass alle reden darüber? Am nächsten Tag ist dann noch der Pressesprecher der Polizei, der bei mir gemeldet, sagt, ja, wir haben jetzt entschieden, wir können es nicht schweigen. Und von diesem Moment, innerhalb zwei Stunden, war das international schon. Also meine Mutter hat mich angerufen, sie hat das in den Nachrichten in Israel gehört. Und ich hatte aber auch vor mehreren Jahren schon einen anderen Vorfall, die war nur mündlich, aber da finde ich viel schlimmer, als das war. Oder ich hatte auch einmal im Winter, jemand hat Schneebälle oder was geworfen, aber das sind Einzelfälle. Das bedeutet jetzt nicht, dass Deutschland eine andere Sicht auch bekommt. Gibt es das Problem eines neuen Antisemitismus, der durch Zuwanderung entsteht, oder gibt es dieses Problem aus Ihrer Erfahrung nicht? Ich denke schon, dass durch die neue Zuwanderung entstand eine neue Art von Antisemitismus. Ob es von Leben in Deutschland kommt, ich glaube nicht. Es kommt bestimmt von Menschen, die kommen von Ländern, wo die wieder nicht unterscheiden können zwischen Jude, zwischen Israel, zwischen der und anderer Politik. Und wenn ich an die Straße gehe, dann sehen sie auf einmal alles, was die dort mitbekommen, mitgelernt teilweise. Und dann kommt wirklich auch zum Ausdruck. Also jetzt habe ich nach einem kritischen Vorfall gefragt. Ich wollte andererseits aber also nicht, wie Sie auch sagen, immer nur auf das Negative schauen. Haben Sie denn auch vielleicht positive Begegnungen mit Menschen, die einen muslimischen Hintergrund haben? Also auf jeden Fall. Also ich bin in Interreligiöse Forum Hamburg. Und das ist eine Gruppe von Vertretungen aller Religionen, inklusive auch muslimische Gemeinschaften. Und es ist so, dass wenn man begegnet und man trifft, also man verständigt über viele Dinge. Im Endeffekt, Judentum und Islam haben viel mehr, als was Judentum und Christum dann hat. Fast 90% der antisemitischen Straftaten im Jahr 2018 hatten laut Kriminalstatistik einen rechtsradikalen Hintergrund. Der Anteil aller religiös motivierter Übergriffe lag bei nur 3,1%. In Berlin treffe ich den Nahost-Experten Daniel Gerlach. Ich will wissen, gibt es überhaupt so etwas wie einen spezifischen muslimischen Antisemitismus? Es gibt einen Antisemitismus, der sich religiös bewaffnet, ausstattet mit religiösen Argumenten. Und der dann sagt, schau doch mal, wie der Prophet mit den Juden umgegangen ist. Schon zu Zeiten des Propheten haben die Juden ihn verraten, man konnte sich nicht auf sie verlassen. Und im Grunde so, wie der Prophet Mohammed mit den Juden umgegangen ist, müssen wir auch mit den Juden umgehen. Nun, es ist die Geschichte, wie ist der Prophet mit den Juden umgegangen, die ist 100 Jahre später aufgeschrieben worden. Wir haben ja keine zeitgenössischen Quellen. Und so kann man vielleicht auch davon ausgehen, dass schon diese Geschichten auch von den Erlebnissen und der Politik ihrer Zeit gefärbt sind. Und ich denke, man muss sich historisch wirklich kritisch damit auseinandersetzen, was in der islamischen Geschichte passiert ist. Aber dass die Muslime samt und sonders antisemitisch eingestellt werden oder eine antisemitische Grundüberzeugung hätten, das halte ich für absoluten Unfug.
Ohnehin haben Muslime und Juden über Jahrhunderte hinweg weitgehend friedlich miteinander gelebt und sich gegenseitig toleriert. Die gemeinsame Geschichte der beiden Religionen sowie des Christentums reicht weit zurück. Das Judentum hat eine mehr als 3000-jährige Geschichte und ist die älteste der drei großen monotheistischen Religionen. Der Aufstieg des Christentums war eng mit dem Entstehen von Antisemitismus verbunden. Die Juden wurden etwa kollektiv als Gottesmörder für den Tod Jesu Christi verantwortlich gemacht und vielerorts verfolgt. Ab dem Vordringen des Islam im Nahen Osten und Nordafrika lebten ab dem 7. Jahrhundert viele Juden unter muslimischer Herrschaft, zumeist friedlich und als Volk des Buches toleriert. In Europa kam es im Mittelalter in Spanien und während der Kreuzzüge zu christlich angeführten Pogromen an Juden. Im 20. Jahrhundert kulminierte der Antisemitismus in Deutschland unter den Nazis im Holocaust, dem Millionen Juden zum Opfer fielen. Seit der Gründung des Staates Israel kam es wiederholt zu Kriegen zwischen dem jüdischen Staat und seinen arabischen Nachbarländern. Die politische Situation beeinträchtigt bis heute, wie hier beim Al-Quds-Tag in Berlin, das Verhältnis von Juden zu Muslimen weltweit. Die Situation im Nahen Osten, ein wichtiger Faktor, der auch zu interreligiösen Spannungen führt. Zwar habe es in der Geschichte auch Pogrome und Judenverfolgung durch Muslime gegeben, historisch hätten aber die positiven Beziehungen überwogen, so Gerlach. Es gab Zeiten, aber in denen die Toleranz wirklich vorbildlich war und in denen sich die Herrscher davon auch viel versprochen haben. Ja? Auch die arabischen Herrscher haben immer dann, wenn sie gemerkt haben, ich habe was davon, tolerant gegenüber den Minderheiten zu sein, dann haben sie es auch gemacht. Das war nicht so, dass sie eine tolerante Grundüberzeugung hatten oder von Menschenrechten beseelt waren, sondern es war einfach so, dass man das als etwas Natürliches betrachtet hat und eben davon profitieren konnte. Heute gäbe es in der arabischen Welt ein neues Interesse am Judentum und auch daran, dass Juden in muslimische Länder zurückkehren. Ich beobachte in den letzten Jahren fast schon so eine Sehnsucht bei vielen Freunden, Menschen, die ich kenne in der arabischen Welt, die sagen, ach, wenn die Juden wieder zurückkommen würden, dann wäre das besser für unsere Wirtschaft, dann wäre es besser für unsere Kultur. Es gibt so die Haltung, so ein bisschen diese großbürgerliche Haltung, eine Gesellschaft, die so multireligiös ist und vielfältig, die funktioniert einfach besser. Also ich habe fast den Eindruck, dass es mittlerweile schick ist. Es gibt sogar Politiker, die wieder davon sprechen und die sagen, ja, wir laden die Juden ein, wieder zurück in unsere Länder zu kommen. Man kann also natürlich fragen, wie ernst ist das tatsächlich gemeint oder möchte man nicht einfach nur Schönwetterstimmung machen? Juden und Muslime leben heute in immer größerer Zahl auch in Deutschland in einer gemeinsamen Gesellschaft. Viele Projekte wollen ein besseres gegenseitiges Verständnis fördern. Zum Beispiel das House of One in Berlin, das hier im Bezirk Mitte bis 2024 entstehen soll. Synagoge, Moschee und Kirche unter einem Dach. Von einem zentralen Raum aus sollen später einmal Christen, Juden und Muslime in ihren jeweiligen Gebetsraum gehen. So sehen es die Entwürfe vor. Für Imam Osman Örs ein Zeichen. Denn auch wenn es Suren gäbe, die manche in judenfeindlicher Weise auslegen, schreibe der Koran Juden eigentlich eine besondere Nähe zu. Sie als Imam, mich würde einfach tatsächlich mal interessieren, was ist denn die, wenn man so will, koranische Lehre? Also was sagt der Koran über Juden? Also der Koran behandelt das Judentum oder die jüdische Tradition, ich würde sagen, relativ intensiv. Insofern, man könnte sogar sagen, dass das Judentum oder die jüdische Tradition untrennbar sind vom Koran an sich. Der Status, den ihnen zugeordnet wird, sind die sogenannten Ahl al-Kitab. Ahl al-Kitab bedeutet so viel wie die Schriftbesitzer. Man könnte den Begriff aber auch weiten, denn Ahl bedeutet im Arabischen auch Familie. Also die Familie der Schrift oder die Familie der Offenbarungen. Ja? Insofern sind Judentum und Islam tatsächlich Geschwisterreligionen, als auch das Christentum. Davon können wir durchaus sprechen. So sei der Prophet Mohammed während der Verkündigungszeit in engen Austausch mit Juden getreten, erzählt mir der Imam. Der Kontakt zu Juden intensiviert sich dann insbesondere nach der Hijra, nach der Flucht von Mekka nach Medina. Und dort ist es wieder ganz interessant, die Hälfte dieser Stadt war ungefähr jüdisch. Das waren ganz ca. 4.000 bis 5.000, sagt man, jüdische Menschen, Angehörige. Und die andere Hälfte
polytheistisch geprägt. Und dann kamen so die ersten Muslime nach Medina, waren eine Minderheit. Und dort fängt dann zum ersten Mal tatsächlich so die nähere Berührung mit dem Judentum oder mit Menschen jüdischen Glaubens statt. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass die Medina-Charta, das erste niedergeschriebene Dokument quasi, das Zusammenleben in Medina regelt, gemeinsam eben mit Juden und auch Polytheisten und den Muslimen gemeinsam geschrieben wurde. Und wenn jemand jetzt zum Beispiel sich kritisch über Juden und Judentum äußert und das religiös aus dem Koran begründet, gibt es das her aus theologischer Sicht? Es gibt natürlich einige wenige Koranstellen, die, wenn man da genauer schaut, ambivalentes Verhältnis zwischen Judentum und Christentum wahrnehmen lässt. Und wichtig ist es aber, diese Textstellen, diese Verse auch im richtigen historischen Kontext zu deuten und daraus dann irgendwie Gewalt heute zu legitimieren, ja, das ist quasi wirklich traurig und ein Wahnsinn natürlich, der auf ganz anderen Dingen, glaube ich, beruht, auf Ideologien, die man irgendwie legitimieren möchte. Ja, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Gern geschehen. Judenfeindlichen Ideologien etwas entgegensetzen will ein Projekt, das den Titel Meet a Jew trägt. Interessierte können sich anmelden und Juden einladen, um mit ihnen zu diskutieren, wie hier an einer Schule. Sie bringen Gegenstände mit, die für den jüdischen Glauben wichtig sind und erklären diese sowie jüdische Bräuche und Traditionen. Die Hamburgerin Mascha Schmerling ist eine der Organisatorinnen von Meet a Jew. Das Projekt wurde gestartet, weil Mascha und ihre Kollegen glauben, dass persönliche Begegnungen am besten Vorurteile abbauen können. Wenn man jetzt zum Beispiel an der Schule sagt, also das ist ja heutzutage oft so bei jüdischen Schülerinnen und Schülern, dass sie sich manchmal auch nicht mehr trauen, sich als jüdisch zu outen, weil dann eben Bemerkungen fallen oder du Jude dann halt als Schimpfwort benutzt wird auf dem Schulhof. Und dem versuchen wir halt eben entgegenzuwirken. Wir wollen einfach nur zeigen, wir sind ganz normale Menschen. Mhm. Und wir wollen Gesichter zeigen, weil wenn man ein Gesicht gesehen hat zu dem Wort Jude, dann hoffen wir, dass das nächste Mal, wenn man das Wort Jude hört, man an ein sympathisches Gesicht denkt. Und das ist quasi unser Ziel. Auch von ihr möchte ich wissen, welche Rolle die Religion bei antisemitischen Einstellungen spielt. Wir sehen das sehr differenziert, weil Antisemitismus gibt es in allen möglichen Facetten. Der ist so ein bisschen wie ein Chamäleon, der passt sich an und es kommt oft auf die Sozialisierung einfach der Menschen an, aus welchen Ländern kommen sie, und es ist nicht immer alles religiös begründet. Es ist ein Aspekt, also muss man sagen, gibt es auch unter Musliminnen und Muslimen, aber wir machen wirklich überwiegend sehr positive Erfahrungen an Schulen. Weil das sind meistens sehr neugierige Schülerinnen und Schüler, und wir haben ganz oft die längsten Gespräche mit Musliminnen und Muslimen, weil wir auch so viele Parallelen feststellen. Also Koscher und Halal, wir sprechen über die Beschneidung, über die Feste, wann fastet man, was isst man, Couscous und Hummus. Also das gibt so viele Gemeinsamkeiten, und das ist uns auch wichtig zu zeigen. Wir wollen nicht nur über die negativen Sachen sprechen miteinander. Nur in ganz wenigen Fällen habe es Berührungsängste gegeben, dass einzelne Schüler etwa eine Kippa nicht anfassen wollten, weil sie jüdisch sei. Ja, wir versuchen das immer sehr respektvoll darauf zu reagieren und erstmal nicht drauf uns jetzt drauf zu stürzen, sondern dann das einfach wirken zu lassen, die Begegnung, weil wir sehr auf einer sehr persönlichen Ebene kommen. Und in vielen Fällen können wir sie dann doch ein bisschen davon überzeugen oder die Skepsis legen. Aber wir können natürlich nicht alle mitnehmen. Mhm. Aber das ist auch okay. Wir versuchen die wir erreichen, dann auch zu Multiplikatoren zu machen, damit sie das irgendwie in ihrer Community, in ihrem Freundeskreis erzählen. Zwei Beispiele von Projekten, die vor allem Muslime und Juden mehr miteinander ins Gespräch bringen wollen und die inzwischen auch Aufmerksamkeit bekommen und zahlreiche Menschen erreichen. Dabei dürfte aber auch klar sein, Antisemitismus wird wahrscheinlich nie vollständig verschwinden, egal von welcher Seite er kommt.